Frau Dellemann, warum werden immer noch relativ wenig Artikel 9 Fonds auf den Markt gebracht? Ich würde sagen, das liegt hauptsächlich daran, dass es einfach noch sehr viele Unklarheiten gibt. Bei Immobilienfonds wäre ein Artikel 9 Fonds, richtet sich meist nach der Taxonomie oder muss eben selbst sagen, wie er genau einen Impact generiert. Und das zu beantworten, fällt, glaube ich, uns allen schwer, wenn wir sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig oder was wäre denn jetzt tatsächlich sozialer Impact? Da gibt es einfach keine klaren Definitionen für. Und alles, was wir aus der Taxonomie kennen, das sind einfach große Hürden. Das sind große Hürden in der Umsetzung. Es muss die Immobilien geben, die das erfüllen auch tatsächlich. Die muss man erstmal finden. Und es gibt aber auch große Hürden, was das Reporting angeht. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, bekommt man überhaupt die Daten, um auch nachweisen zu können, dass man das alles so umgesetzt hat, wie es eben in der Taxonomie steht. Jetzt haben Sie schon einen großen Teil der nächsten Frage vorweggenommen. Und zwar die ist, wo liegen die größten Hürden von Seiten der BaFin bzw. des Gesetzgebers? Vielleicht können wir noch auf das Thema BaFin eingehen. Dann, genau. Auch beim Gesetzgeber. Wir warten ja noch. Es könnte ja noch eine soziale Taxonomie auch kommen. Dann hätten wir plötzlich eine Definition. Wenn ich jetzt einen sozialen Artikel 9 Fonds auflege und dann kommt später heraus, der erfüllt nicht die sozialen Kriterien der Taxonomie, könnte ich große Schwierigkeiten bekommen. Und im Bereich der BaFin, die tut sich natürlich genauso schwer, weil die eben auch die Antworten nicht hat und möchte ungern etwas für den Vertrieb genehmigen, wo später herauskommen könnte, so nachhaltig war das alles gar nicht. Das heißt, auch die setzen sehr strenge Kriterien an und sind sich häufig unsicher, was denn jetzt genau nachhaltig ist. Okay, also es gibt so eine Reihe von Marktteilnehmern, die dann eigentlich abwartet. Die dann lieber abwartet. Ganz genau, die lieber abwartet, um das Risiko nicht einzugehen. Und es gibt eben manche Player, die sagen, in Ordnung, wir kennen uns auch technisch ausreichend aus, dass wir auch wissen, wir finden die Immobilien, wir können uns wirklich ganz genau daran halten und wir werden das erfüllen. Und die wagen sich daran, aber auch die stehen jetzt noch am Anfang der praktischen Umsetzung. Ja. Die ESG-Regulierung ist ja ein Prozess und wir sind ja noch nicht am Ende. Es geht ja noch weiter. Es kommt was am 2. August und dann kommt zum Jahreswechsel ja noch einiges. Vielleicht können Sie das noch kurz umreißen, was da was auf die Branche zukommt. Genau. Am 2. August, Sie haben schon gesagt, da kommen jetzt noch die Änderungen der MiFID II. Das heißt, Nachhaltigkeitspräferenzen der potenziellen Anleger oder der Anleger müssen dann berücksichtigt werden im Vertrieb. Da gibt es dann nochmal erweiterte Anforderungen, auch an die Artikel 8 Fonds insbesondere, die diese zu erfüllen haben, um überhaupt den Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern genügen zu können. Das heißt, das wird jetzt nochmal sehr spannend, wie das in der Praxis funktionieren wird. Und zum Ende des Jahres wird es nochmal so ein paar Kleinigkeiten geben, die noch mit in die Emissionsdokumente aufgenommen werden müssen aus der Offenlegungsverordnung. Und zum neuen Jahr greifen dann auch die Detailanforderungen aus den RTS, den Regulatory Technical Standards, das heißt die Detailanforderungen zur Offenlegungsverordnung in Kraft, an die man sich dann halten muss. Und dann kommen auch die weiteren technischen Kriterien für die weiteren Umweltziele aus der Taxonomie. Das heißt, da kennen wir ja erst die ersten zwei Umweltziele. Und die restlichen ziehen dann zum neuen Jahr auch noch nach. Das ist unter anderem das Kriterium Wasser dabei, was jetzt auch hier auf der Konferenz immer mal wieder Thema war. Ist jetzt nur am Beispiel Wasser, ist da schon irgendwas bekannt, was da kommt? Es gab schon mal erste Entwürfe der technischen Kriterien, da stecke ich ehrlicherweise nicht so tief drin. Aber die finalen technischen Kriterien, wie genau das umzusetzen ist, im Immobilienbereich sind jetzt noch nicht bekannt. Ich gehe stark davon aus, dass es jetzt nicht nur um den Einbau von Perlatoren oder also Wasserspararmaturen etc. gehen wird, sondern wirklich dann um Grauwassernutzung und ähnliche Themen, die eben wirklich auch nachhaltig dort einen Beitrag leisten können. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir die finalen Kriterien kennen. Auf jeden Fall ein Thema, wo die Immobilienwirtschaft auch einiges beitragen können wird. Ja. Okay, Frau Dellemann, vielen Dank. Sehr gerne.